Hallo meine Freunde, willkommen zurück hier in Ostriff, Karte 6. Ich habe heute vor, mich um Bevölkerung zu kümmern. Das heißt, wir müssen Häuser bauen, Häuser bauen, Häuser bauen. Es hat wenig Sinn, wenn wir uns um neue Gewerbe, Gewerke, Betriebe, Handwerker kümmern, wenn wir keine Arbeitskräfte haben. Deshalb werde ich Wohnhäuser bauen, en gros. So, ich wollte eigentlich erst hier in diesen Innenraum bauen, aber das verkneifen wir uns, das machen wir, den Raum werden wir bestimmt später nochmal benutzen können oder brauchen. So, ich sag denen hier um, dass da mal noch ein oder zwei Wagen hier in diese Wagengarage reinbaut, und zwar werde ich so, wie soll man sagen, so kleine Häusergruppen bauen, und zwar immer zu 8 Häusern. Die können wir dann später mit solchen Stadthäusern zu, naja, so wie es in Berlin oft Mode ist, solche Wohnhöfe bauen, die dann in sich geschlossen sind, so ein Karree. Aber jetzt bauen wir erst einmal ganz normale, ich sag immer, Einfamilienhäuser. Sind zwar irgendwelche Hütten, irgendwelche Karten, nee, Karten sind es nicht, das sind schon ordentliche Häuschen. So, und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 7, 8. So, und hier rein kommen jetzt auf alle Fälle Brunnen, 2 Stück. Einen hier hin. Und den anderen auf die andere Seite, hierher. So, dann möchte ich hier so ein Pavillon reinbauen. Ein paar Bänke. Stück dürfte erstmal reichen. Und 3 Verkaufsstände, wo die Waren des täglichen Bedarfs verkauft werden. 1, 2, 3. Und dann wollen wir das natürlich auch ein bisschen schön machen hier. Da setzen wir noch ein paar Bäume. Und zwar setze ich mal hier so ein paar Obstbäume. Kirsche. 2-mal Kirsche. Dann haben wir weiterhin Äpfel. 1, 2, 3-mal. 3-mal Apfel. Und den anderen nehmen wir noch ein paar Aprikosen. 1 Aprikose. 2, 3 Aprikosen. Und noch ein paar Schattenspender. Einen hier in. Einen hier hin. So, das dürfte jetzt erstmal reichen. Jetzt geben wir ein bisschen Gas. Jetzt stellen wir die Geschwindigkeit ein bisschen höher. Dass erst einmal dieses Haus gebaut wird und das Warenhaus gebaut wird. Den anderen Quatsch, Fischer, Bootsbauer und auch die Trading Post, die schiebe ich erstmal nach hinten.
Die Trading Post werden wir dann später hier irgendwo einreihen. So, als erstes brauchen wir noch dieses einzelne Haus hier, dann dieses Warenhaus, damit wir die Kohle aus den Meilern kriegen und unseren Rathaus, damit wir die Finanzen regeln können. So, diese Wagenburg, die können wir wegmachen. So. Jetzt erstmal das Haus bauen hier. Und das lassen wir jetzt erstmal ein Stückchen wieder im Schnelldurchlauf laufen. Im Timelapse. Ich halte jetzt mal meine Gusch. So, es ist, naja, Mitte Juli. Das letzte Haus mit Grundstück ist gebaut worden. Ich werde jetzt mal hier schon mal noch einen Verkaufsstand herstellen. Und zwar, die Ernte geht gleich los. Und da steht uns Kartoffeln und Buchweizen zur Verfügung. So. Deswegen werden wir gleich hier organisieren, dass hier gleich, wenn das geerntet worden ist, Kartoffeln und Buchweizen verkauft. Dann war hier drin. Hier haben wir Beirut, Trockenfrüchte, Honig. Dann müsste ja eigentlich hier noch ein bisschen Feuerholz reinkommen. Na ja, mit. So, hier kommen jetzt rein Buchweizen und Kartoffeln. Das sind ja die ersten Feldfrüchte, die wir angebaut haben. Und wenn die Ernte durch ist, werden wir unsere Farm neu organisieren. Es ist August. So, ich werde... Nur so viele Leute haben wir hier gar nicht hier drin. Wie viele Männer haben wir überhaupt hier? So, die Farm. Schauen wir mal. 120, 140% kriegen die zur Ernte. So, und wenn das Rathaus gebaut ist, müssen wir unsere Finanzen neu organisieren. Denn die Löhne und das ist alles zu hoch, da geht ja das Geld weg. Wie sagt man mal, es geht weg wie warme Semmeln. Oder geschnitten Brot. Deswegen werden wir das neu organisieren. Wir werden die Löhne runtersetzen. Wir werden die Marktpreise runtersetzen. So, dass wir mit unseren 2000 Kröten, die wir hatten, noch ein bisschen hinkommen. Ehe wir beginnen können, ordentlich was zu verkaufen. Und so viel Möglichkeit haben wir nicht zu verkaufen. Wir haben Steine, mit denen müssen wir haushalten. Wir haben Leim, mit denen müssen wir auch haushalten. Also dieser Kalkstein. Das Einzige, wie wir Geld verdienen können, wäre eigentlich über eine effiziente Landwirtschaft. Deswegen wird auch, wenn wir hier oben das gebaut haben, wenn wir die Häuser und einschließlich Trading Post, Fischer und Bootsbauer gebaut haben, werden wir noch Minimum eine, wenn nicht sogar noch zwei Farmen bauen, damit wir genügend Zeug haben zum Verkaufen. Außerdem brauchen wir ja, ehe uns die Leute wieder davonlaufen, Flachs, Hanf. Wir brauchen dann als nächstes, ehe wir irgendwelche Kühe und Ochsen uns zulegen, Schafe, damit wir zu Wolle kommen.
damit wir warme Wintersachen produzieren können. Also Landwirtschaft wird das A und O sein, mit dem wir uns jetzt hier beschäftigen müssen in diesem Dorf. So, unsere... Jetzt gehe ich mal runter, mal langsam machen. Unser Warenhaus ist fertig. Das wird man natürlich auch gleich besetzen, und zwar mit einer Frau. Und hier werden reinkommen. Nägel. 1000 Stück. So, dann kommen hier rein auf alle Fälle Kohle. Ich würde sagen 6000. So, dann kommt hier rein Eisen. Auch 1000. Dann kommt rein Metallparts. Da werden wir, 500. Die kriegen wir sowieso nie voll, die 500 Metallparts. Und da haben wir dann Platz für 1500 mal, oder? Wir haben 1000, 7000, 8000, 8500, 1500 mal Feuerholz. So, jetzt drehen wir wieder die Geschwindigkeit etwas auf, damit wir das Rathaus bauen. Wir haben September, und wenn die Ernte rein ist, machen wir die Felder weg und legen neue Felder an. So, was haben wir noch hier drin? Das tun wir mal leeren, damit das rauskommt und wegkommt. So lange dauert es nicht mehr, aber trotzdem halte ich jetzt nochmal meinen Gusch. So, unser Rathaus ist fertig. Da gehe ich jetzt mal auf mittlere Geschwindigkeit. Und wir schauen jetzt mal gleich, in unsere Finanzen. Und zwar werde ich die Löhne auf... ...1,60 und hier auf 1,50. Ungefähr 2/3. So. Hier werden wir auf 70% gehen. Das sind die Marktpreise, was die Leute für die Lebensmittel bezahlen. So, haben etwa, da kommt ungefähr hin, ungefähr 66-70% vom Geld, was eingestellt war. Und da bezahlen sie auch 70%, das ungefähr so die Waage ist. Und die Aufkäufe von den Privatpersonen aus den Gärten bleiben bei 90% vom Marktpreis. Dann werde ich eine Kneipensteuer einführen und eine Barbersteuer, jeweils ein Groschen. Dann werde ich einführen eine Vermögenssteuer. Wer Geld hat, kann auch was der Gemeinschaft zufügen. Für die Gemeinschaft zahlen. So, ab 100 Geld müssen sie ein Geld Vermögensteuer zahlen. Landtaxe gehen wir auf einen Fünfer, reicht. Und die Haus- und Apartmentsmieten, die lassen wir erstmal so, wie sie sind. So. Das Ding können sie jetzt mal langsam leer machen, ja? Aber flott. Hier rein. Da ist keiner drin. Kommt die raus, die kann hier drüben reingehen. So, die Ernte ist abgeschlossen. Hier müssen wir auch jemanden einstellen in unsere Grenerie. Ja, das habe ich vollkommen vergessen. Da stellen wir auch jemand, kein Mann, sondern eine Frau ein. Und natürlich deswegen, wie die Waren hier reinkommen. Inzwischen könnt ihr hier unten unsere Häuser weiterbauen, dass wir zu weiteren Einwohnern kommen.
So, in der Granary werden dann auf jeden Fall die Grundnahrungsmittel gelagert. Das heißt, wir fangen mal an mit Buchweizen. 4000. So, dann kommt hier rein... Potatoes, die Kartoffeln, die wir geerntet haben. Na, wo sind sie? Wo sind die Kartoffeln? Bin ich doof? Kann ich nicht lesen? MNOP, also hier unten muss es ja sein. Hier sind sie doch. Auch 4000. Dann kommt hier rein Sunflower. Also, perspektivisch ab nächsten Jahr werden ja auch Sonnenblumen geerntet. Sunflower. Da werden wir 3000 einlagern. Dazu kommt auf alle Fälle noch Weizen. Da kommt 4000 rein. So, jetzt haben wir 4, 8, 12, 15 haben wir weg. So, da werden wir auf alle Fälle hier noch einlagern. Fisch. 500. Dann brauchen wir noch Sunflower Oil. Und den Rest lassen wir uns erstmal offen. Was wir da noch reinpacken, weiß ich noch nicht. Also die vier Sachen, die geerntet, die angebaut werden, die kommen auf alle Fälle rein. Die deaktivieren die Felder. Lass mal ruhig mal ein bisschen auf mittlerer Stellung laufen, damit die Häuser auch fertig werden zwischendurch. Das tun wir auch wegmachen. So, und jetzt werden wir hier neue Felder anlegen. Und zwar will ich diesen Bereich zum Ufer, möchte ich mit. Da werden wir mal ausloten, wie weit wir kommen. 50 lang sollen sie werden, haut hier hin. Hier können wir es zum Beispiel hinbauen. Ja, haut hin. Müssen wir bloß noch sehen, ob man die andere Richtung hier lang. Ne, da fehlt uns ein bisschen was. Also müssen wir hier anfangen. Immer noch nicht genug. Hier. 50. Wunderwärts, 50. Wegdrücken und jetzt hier die drei so eine nicht richtig sichtbaren Felder hier. 30. Hier hoch. 30 hier rüber. So, das erste Feld haben wir angelegt. So, das nächste. So, da schauen wir mal, ob wir bis hier runter 50 hinkriegen. Na ja, kriegen wir hin, klar das. Rüber, 50 nach unten. Da schauen wir mal, wie es aussieht, ob es einigermaßen, oh ja, sieht ganz gut aus. So, jetzt haben wir noch das nächste Feld. Also von hier hoch ansnappen.
verteilt, das ist nicht richtig angesnappt. Schon runtergehen. Jetzt. So. Den machen wir mal weg. Jetzt versuchen wir hier noch ein Feld herzubauen. Zack. Ja, da müssen wir ein Stück weiter hier runter gehen. Hierher. 30. 50 hier hoch. Halt das ungefähr hin, dass wir da. Wir wollen ja auch nicht mit unseren halt nicht hin. Da kommen wir mit unseren Audi, können wir wegmachen. Machen wir weg. Können wir ja ein Stück versetzen. So, das ist unser Fishing Dock. Machen wir weg. Und zwar setzen wir das weiter hier unter, runter in die Ecke. Wenn's geht. Müsste eigentlich gehen. Na doch, wo kommt doch hier hin? Seht das? Packen wir hier das Fishing Dock her und hier ist unser Bootsbauer, den machen wir auch weg. Den setzen wir auch hier runter in die Ecke. Perfekt. Und jetzt haben wir auch Platz hier für das vierte Feld. So, das machen wir auch erstmal weg hier. Die setzen wir neu, die Heutrockner. So, jetzt von hier 30 rüber. 50. 50 mal 30. Na bitte, jetzt haben wir hier 4 Felder. Jetzt setzen wir hier noch 2 her und der haut die Sache hin. So, also Feld. Müsste von hier aus bis hier runter. Gut. Darüber. Muss hier auch ein bisschen gerade sein. Dorthin. So. Noch ein Feld. Dann haut die Sache hin hier. Also von hier, hier hoch. Hinter. Ansnappen. So, dann haben wir unsere 6 Felder. Und auch hin mit der Fruchtbarkeit. Gut. Wir haben November. So, gut, jetzt setzen wir hier noch unsere Felder, werden wir jetzt noch einrichten. Und zwar ist das unsere Farm 1. Schade, dass man die nicht beschriften kann. So, wir fangen hier oben an. Und zwar mit Buchweizen. Dann kommen unsere Sonnenblumen drauf. Dann lassen wir es wieder brach liegen. Und dann kommen Kartoffeln und Weizen. Und wieder brach liegen. Und das tun wir gleich mal aktivieren. Hier fangen wir mit Sonnenblumen an. Immer um 1 versetzt. Brach liegen. Kartoffeln. Weizen. Brach liegen. Und Buchweizen. Es schneit. Wir haben Dezember. So, wie viele Häuser haben wir schon fertig? Wir haben schon, naja, fast 2 Häuser fertig. Wir sind jetzt inzwischen schon bei 37. Das könnte man schon fast bei 40 Einwohnern sein. So, das Feld ist auch eingerichtet. Aktivieren.
So, das dritte liegt gleich erstmal brach. Dann kommen ja Kartoffeln und Weizen. Brach liegen. Buchweizen und, wer hätte es anders gedacht, Sonnenblumen. Aktivieren. So, hier fangen wir mit Kartoffeln an. Kartoffeln, Weizen, Brachliegen, Buchweizen, Sonnenblumen und wieder Brach. So, hier geht's weiter mit Weizen, Brachliegen, Buchweizen, Sonnenblumen, Brach und Kartoffeln. So, und das fangen wir wieder an mit Brachliegen gleich. Und dann kommt hier Buchweizen. Sonnenblumen. Brachliegen. Potatoes. Und Weizen. Und aktivieren. So, das heißt, dass wir unsere Felder so eingerichtet haben, dass wir jedes Jahr eine dieser alle vier Feldfrüchte ernten können. So, wir sind jetzt soweit. Hier schauen wir gleich mal in unsere Population rein. Wir haben wie viel Arbeitslose? Okay. Keine Arbeitslosen. Wo sind die alle? Feldern. Hier ist einer. Ach, die sind alle im Bautrupp. Alles klar, die arbeiten alle im Bau. Alle auf dem Bau. So. Jetzt lassen wir die ganze Sache nochmal ein bisschen Geschwindigkeit laufen. Hier hinten ist unsere tretigen Post. Die ziehen wir jetzt mal vor. Und zwar noch dieses, was jetzt gebaut wird, und das nächste Haus. Und danach kommt die Trading Post. So, hier werde ich mal die alten Sitzstämme wegmachen. Das Feuer brauchen wir auch nicht mehr. Machen wir auch weg. Den Brunnen, den lassen wir stehen. So, hier ist jemand drin. Hier ist jemand drin, die haben auch alle warm drinnen. Perfekt. Das nächste Haus ist fertig. Wir haben es immer noch Dezember, wir sind immer noch im zweiten Jahr. Und los geht's. Sie flitzen. Halt, wir wollten jetzt erstmal. Wir ziehen erstmal den Brunnen vor. Was ist, haben sie keine Nägel? Wieso haben die keine Nägel? Eisen haben sie ja noch. Es muss noch reichen. So, jetzt ziehen wir erstmal den Brunnen vor, der hier steht, damit die Häuser hier erstmal Wasserversorgung haben. So, da kommt das nächste Fuhrwerk angetippelt. So, jetzt haben wir 44 Leute. Sieht schon mal ganz gut aus. Jetzt habe ich den Brunnen gebaut, das wollte ich eigentlich nicht. Ja, ist gut, dann ziehe ich den jetzt auch nochmal hier vor. Jetzt bauen wir noch den Brunnen. Da sind wenigstens erstmal die Brunnen fertig. Und als nächstes das Haus hier. Bitte keine Nägel. Ah ja, wir werden mal hier noch einen Schmied einstellen. Den von euch schmeiße ich hinaus, dass da hier in der Schmiede mitarbeitet. Jawohl. So, wir nehmen mal die Metallparts ein Stück zurück. Da gehen wir jetzt mal. Noch 10. Nägel sind erstmal wichtiger.
So, der Brunnen ist fertig. So, meine Freunde, ich lasse jetzt mal das letzte Haus hier, was vor der Predigen Post steht, lasse ich mal noch bauen. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Und zwar bauen wir dann unsere Trading Post, werden dort Leute einstellen und werden sehen, dass wir den ersten Handel treiben. Wir sehen, was wir verkaufen können. Wir werden auf alle Fälle hier oben die Bauschlange, schauen wir gleich mal, wo wir das machen. Das ist so viel Zeit muss sein, das machen wir noch. Und zwar ein Ölshop, den können wir auch hier unten herbauen. Und das Gewerbe kann man ja hier unten bauen. Und zwar drehen wir den. Genau, den lassen wir hier unten reinbauen. Und zwar werden wir den ausbauen. Trading Post, Haus, Haus, Ölshop. Oder wir können es auch weiter vorziehen, den Ölshop. Noch vor der Trading Post, da haben wir nämlich schon das erste Öl fertig, wenn die Trading Post fertig ist, da haben wir schon mal was zum Verkaufen. So, alles klar, meine Freunde. Ich gehe jetzt mal auf langsame Geschwindigkeit wieder. Ich lasse das eine Haus noch bauen und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Alles klar. Ich wünsche euch wie immer eine gute Woche und wir sehen uns nächste Woche Dienstag hier an selber Stelle wieder. Alles klar, ich sage mal Tschüss, bis zur nächsten Folge.